Wir bringen in dieser Ausstellung zum ersten Mal die Welt von Design und Pasta zusammen. Und zwar nicht nur an der Teigware selbst, sondern wir haben auch eben Plakate, wir haben Verpackungen und wir haben eine sehr schöne Sektion zum Thema Küchenhelfer. Die Ausstellung blickt zurück bis ins 16. Jahrhundert oder in Dokumente des 18. Jahrhunderts, die wir hier in der Ausstellung zeigen können. Und sie reicht bis ins 21. Jahrhundert, bis ins Jahr 2024 mit neuesten Produkten, beispielsweise der Space Pasta von Barilla, die auf die ISS-Raumstation geschickt wurde. Darüber hinaus zeigt die Ausstellung auch als kleinen Exkurs ausgewählte künstlerische Positionen, denn auch die Pasta hat vor der zeitgenössischen Kunst keinen Halt gemacht. Für die Ausstellung gibt es 2 bis 3 Anhaltspunkte, die aus der Geschichte der HFG herzuleiten sind. Da ist zunächst Otto Eicher. Über ihn wurde ein Film gedreht von einem ehemaligen Absolventen, Peter Schubert. Und da spricht Otto Eicher tatsächlich über die Eigenschaften von Nudelteig. Und er sagt, am Nudelteig kann man wunderbar das Verhältnis von Form und Material zeigen. Denn ich habe einen Ausgangspunkt, eben diesen Nudelteig, der ist immer derselbe. Aber ich kann daraus Spaghetti oder Macaroni oder was auch immer für Nudeln machen. Und die schmecken dann auch noch anders. Und das ist letztlich ein Grundprinzip des Design, was ich auch natürlich auf andere Produkte, auf andere Projekte anwenden kann. Was die Pasta-Gestaltung so individuell und so besonders macht, ist vor allem die Tatsache, dass es ein Genre ist, das nicht so ernst ist. Pasta und Plakatdesign, Pasta und Grafik, das soll Spaß machen, soll Appetit anregen. Und so, finde ich, kann man ganz schön durch die verschiedenen Epochen und die Jahrzehnte gehen und hat so ein bisschen Gespür dafür, wie die Leute zu der Zeit so drauf waren.